Mein Name ist Sonja Bloss. Ich arbeite hier im Kulturladen St. Georg und der Kulturladen St. Georg ist ein Stadtteil-Kulturzentrum. Den gibt es nicht seit 30 Jahren, sondern jetzt schon seit 36 Jahren. Und wir kosten nichts. Man kann hierher kommen, man kann Kaffee trinken, man kann Kurse besuchen, man kann abends zu einem Konzert kommen oder zu einer Lesung. Man kann hier aber auch Deutsch lernen, man kann hier Spanisch lernen oder auch Arabisch oder Gebärdensprache. Das kostet natürlich etwas, aber nicht so viel, weil wir versuchen, Kultur und Sprachen anzubieten für nicht so viel Geld, damit sich das auch Leute leisten können, die nicht so viel Geld verdienen bei ihrer Arbeit.